Moin zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Powerbank Solar von Good A. Und dann geht's weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von GoingBus. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus. Also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen. Es funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Ja, mein Fazit nach fast 3 Wochen Testen. Nochmal danke an die Firma Good A, die mir das Produkt zur Verfügung gestellt haben, die Solar Powerbank mit 26.800 mAh. Und ich habe in der Zeit mein iPhone mehrfach geladen. Vom Fahrrad habe ich zum Beispiel eine Rückleuchte geladen und auch mein Tablet. Und dann hatte ich noch hier 3 Punkte, 3 blaue Punkte, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Ich konnte ungefähr 20% noch laden und dann war die Powerbank leer und habe dabei festgestellt, ich glaube, das ist glaube ich bei jedem Akku, man sollte den nicht leer fahren. Dann hat es mich sehr lange gedauert, um die zu laden. Und für die Leute, die reisen, würde ich immer empfehlen, mit dem Karabinerhaken am Rucksack zu befestigen und immer laden. Was ich aber festgestellt habe, ihr seht da den grünen Punkt, durch das Licht, was ich jetzt hier im Raum habe, wird geladen. Wenn ich aber lade und gleichzeitig entlade, das heißt eine Lampe oder sonstiges, dann seht ihr hier diese blauen Punkte. Regulär sind das 4 Stück, der ist also nicht ganz voll. Dann fängt das immer an zu blinken. Das heißt, er lädt nicht, er lädt nicht. Also wenn ihr ja schnell laden möchtet, in Anführungsstrichen, müsst ihr das umdrehen. Hier seht ihr die grüne Kontrollleuchte, dass ich auch im Laden bin. Und den habe ich auch sehr oft benutzt. So konnte ich die Powerbank zwischendurch laden im USB-A-Anschluss. In Fahrzeugen, die sowas haben, oder man hat im Zigarettenanzünder einen USB, der wird da reingesteckt und dann wird die Powerbank geladen. Gut, dass die so frei liegen, ist na klar vielleicht nicht so schön. Da sollte klar keine Feuchtigkeit rankommen. Insgesamt bin ich aber begeistert und auch überzeugt davon, dass sie richtig gut ist. Ich konnte mein iPhone von 60-70% auf 90% innerhalb von 20-25 Minuten hatte ich mein iPhone wieder voll. Mit dem iPad ging das auch recht flott. Bloß mal im Nachladen, dann dauert das mit ein bisschen länger. Und da sollte man dann immer zwischendurch laden. So habe ich immer genügend Saft für Leute, die wandern oder man Tagesausflug machen und möchten aber unabhängig sein, weil sie im Gebirge oder in Wäldern wandern, wo ich keinen Netzanschluss habe. Dafür ist das echt gut gedacht und auch echt gut geeignet. Gut, bei Feuchtigkeit wäre ich ein bisschen vorsichtiger, aber wenn das so hängt, dann kommt hier relativ wenig Feuchtigkeit dran. Hier kann ich ja mein iPhone oder auch Samsung-Telefon, was Wireless Charging unterstützt, hier drauflegen, ist vielleicht nicht das schnellste. Also ich lade über die USB-Anschlüsse oder Lightning-Anschlüsse schneller. Aber ich bin trotzdem begeistert und 5 Daumen hoch von mir. Ich verlinke euch das Produkt nochmal. Geht auch in meine Artikelbeschreibung, da ist auch ein Link drin. Und dann würde ich sagen, guckt euch das Produkt an und dann empfehlt es auch weiter. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, teilt meinen Kanal.
Ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und dann soll es das ja auch gewesen sein. Euer TechDev. Bis zum nächsten Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.